Oh, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal absolut gar keine Technik, weil ich habe mir überlegt, nach diesem krassen Erfolg der Essen Motorshow müssen wir einfach nochmal ein bisschen Real Talk hier machen und einmal euch nochmal auf den aktuellen Stand bringen. Anschließend haben wir uns was Witziges überlegt. Wir haben bei Instagram mal gegenseitig gefragt, welche Frage wir dem anderen stellen sollen, weil da bestimmt ein paar witzige Fragen bei rauskommen. Normalerweise bin ich gar nicht so ein Fan von dieser Frage-Antwort-Sache, aber ich glaube, diese Kombination könnte heute zu einem witzigen Video führen. Alle werde ich auf jeden Fall nicht stellen. Ja, alle wird ein bisschen hart. Ja, so, erstmal nochmal kurz zur Messe. Es war wirklich leider wieder die Hölle auf Erden. Es ist nämlich auch jedes Mal zur Essen Motorshow so, dass es am Anreisetag regnet und am Abreisetag genauso regnet. Und das ist natürlich immer der Mord für unsere Autos, gerade Limo Uni Schwarz, kam ja frisch vom Aufbereiter. Keine Chance, ohne einen geschlossenen Trailer im Regen dahin zu transportieren, weil dann fängst du vor Ort wieder von Null an. Ja, Golf deswegen, ohne Stoßstange war auch gut. Genau, Golf ohne Stoßstange auch. Deswegen an der Stelle nochmal vielen Dank an Tom, wer ja auch die ganze Zeit bei uns war. Ja. Der hat tatsächlich an dem Donnerstag beide Autos hin und her getrailert und das war schon eine Aufgabe, ne? Aber waren wenigstens sauber. So, das heißt, für die Zukunft geschlossener Trailer, Pflicht. Eigentlich sogar zwei. Na, einer wäre schon mal was. Es ist wirklich, wir waren jetzt 3 Jahre in Folge, war es 3 Jahre lang in Folge. So. Sogar mit Schnee. Genau, beim einen Jahr sogar mit Schnee. Es ist wirklich krass. Und es war ja während der Messe bis auf einen Tag immer trocken. Naja, so. Vielleicht nächstes Jahr. Messe. Hat alles geklappt? Mit Aufbau, mit Klamotten, war alles rechtzeitig da. Brutalste Leistung an der Stelle nochmal wirklich... Vielen Dank ans ganze Team. Es hat sich wirklich jeder den Arsch aufgerissen. Ja. Es war unglaublich, was wir da verkauft haben, beraten haben, gequatscht haben, fotografiert haben, unterzeichnet haben. Also das war schon wirklich heftig, ne? Ja, definitiv. Ja, also alles, ne? Da wir ja fast alles selber gemacht haben, war schon... Ja. Aber ich war dann auch ein bisschen stolz. Ich habe mir so ein bisschen als Ziel gesetzt, weil wir natürlich relativ wenig Zeit für euch haben über das Jahr, weil wir natürlich entweder immer auf Events sind, wo unsere Autos mit sind, das heißt, da müssen wir uns um die Autos kümmern, oder halt am Filmen sind oder. Deswegen haben wir uns so ein bisschen als Ziel gesetzt, beziehungsweise ich, dass wir schon pro Tag so 3, 4, 5 Stunden wirklich am Tresen sind, um einfach auch mal eure Meinung zu hören, dass ihr Fotos machen könnt. Was natürlich nicht immer angenehm ist, aber muss man in dem Moment halt durch. Und dass ihr auch einfach mal aussprechen könnt, was ihr gerne loswerden wollt. Ja, das war definitiv, also meiner Meinung nach wichtig und es wurde auch richtig gut angenommen, finde ich. In meinem Fall zumindest. Ich fand krass, dass wirklich durchweg nur Positives kam. Ja, die Negativen kommen immer nicht. Ne? Ja, aber es gibt ja schon so ein paar, die mit Absicht dann zur Messe fahren, um was Negatives zu sagen. Ja, das habe ich nicht erlebt. Ja. Es war zwar fast immer das Gleiche, dass die Leute wirklich einfach dankbar sind für diesen technischen Inhalt, dass sie es wirklich so ein bisschen so als ich sag jetzt mal, Bildungsfernsehen sehen. Und was ich auch, also was mir persönlich am wichtigsten war, es kommen wirklich viele Leute an, die eigentlich gar nicht so technikaffin sind, jetzt aber durch diese ganzen Videos nach und nach auch immer mehr Lust bekommen, auch einfach mal sowas zu bauen, zu testen, zu schrauben und so weiter. Ja. Also ich gebe nicht auf, dass wir vielleicht doch in 1, 2, 3 Jahren unsere Szene wieder so weit haben, dass die Leute Bock auf Schrauben haben. Zumindest ein paar. Vielleicht können wir ein paar Prozent wieder. Weil es geht ja in alle Richtungen. Man kann ja sowohl driften, Rundstrecke, Oldtimer, eigentlich kannst du ja überall dran schrauben. Ja. Man muss es halt nur in dem Moment machen, ne? Ja, das stimmt. Ja, sonst wurde alles heftig angenommen, so, ne? Ja, also bei mir das Feedback war auf jeden Fall gut. Also die haben die Autos gut, gucken sie immer an. Ne? Ja. Jetzt der Dreier war natürlich nochmal so viele Warnwörter sind nicht, kann es nur von YouTube. Ne? Sich nochmal das Auto angeguckt, Limo ja sowieso immer. Ne? Weil also ich denke schon witzig finde, dass das Auto irgendwie eigentlich jedes Jahr gleich aussieht. Ne? Und aber irgendwie sich doch ständig verändert. Ganz viele kamen wirklich an, wie wir das bringen können, die Autos ohne Absperrung dahin zu stellen. Ja. So, da muss ich jetzt mal ganz, ganz großes Lob an euch aussprechen. Ich kann es nicht einschätzen, wie viele Leute am Tag um diese Auto rumlaufen. Ich sag mal, an so einem Samstag waren, glaube ich, 70.000 Besucher auf der Messe. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, dass 20% wahrscheinlich bei uns über den Stand laufen von allen Besuchern. Das heißt, wir reden hier von 10.000, 15.000 Leuten, die über den Stand laufen. Und es ist tatsächlich, soweit ich es jetzt gesehen habe, nicht eine Macke, Kratzer oder irgendwas dran. Ne? Ohne Absperrung. Also da wirklich nochmal vielen Dank. Ihr seid zwar alle relativ nah dran und fasst den Lack auch mal an. Ist allerdings kein Problem, solange keine Macken drin sind. Ne? Manche haben auch was draufgeschrieben, aber so ein bisschen Finger und so. Nichts passiert. Nee, ist wirklich nichts passiert, auch in Sachen Diebstahl. Extrem cool, glaube ich, unterm Strich habe ich mir dann überlegt, dass es fast sogar cooler war, den Lambo Motor dahin zu stellen, als das ganze Auto, weil man halt so wirklich die Technik mal so richtig sehen konnte. Ja.
glaube, war auch so eins der meist fotografiertesten Dinge. Es haben etliche unter der Hansa-Brücke so durchfotografiert. Mhm. Also das war schon cool. Ja, wir haben auf jeden Fall eine mega Zeit gehabt, wurde mega angenommen. Da weiß ich wirklich nicht viel, was man nächstes Jahr noch besser machen kann. Nee, also für mich immer wieder irgendwie ein Flash. Ich war jetzt dritte Jahr in Folge da, ne? Aber wird jedes Jahr irgendwie krasser, so klar, durch die Videos jetzt, ne? Ja. Aber war schon gut. Und auch die Zuschauerzahlen werden definitiv, beziehungsweise Besucherzahlen werden auch auf jeden Fall von Jahr zu Jahr mehr. Ich glaube, dieses Jahr waren es knapp 360.000 Leute da. Ich glaube, die Frau H. sagte, der erste Samstag war irgendwie der stärkste seit vier Jahren. Seit eh und je, glaube ich. Oder so, ne? Sogar seit länger. Nee, das ist schon, da war schon richtig, richtig Ramazamba. Also es war schon so voll, dass man sich bei uns, also wir waren natürlich auch so eine krass zentrierte Ecke mit JP und How Deep noch. Da war natürlich immer Halligalli. Ja. Aber wir waren von unseren Kapazitäten wirklich viel mehr wäre nicht gegangen, ja. Das war wirklich Endstufe. Aber war auf jeden Fall wieder eine krasse Motivation fürs nächste Jahr. Definitiv, hat auf jeden Fall extrem motiviert. Weil die Leute halt wirklich auch sagen, die feiern das, dass A, wir vor Ort sind, B, die Autos vor Ort sind, weil sie kennen einfach jedes Detail aus jedem Video. Mhm. Weil wir ja wirklich an den Autos fast nichts schrauben ohne Video. Und das einfach dann mal live zu sehen, das kann ich schon vollkommen, kann ich sogar selber verstehen, dass das dann schon immer ein Highlight ist. So, ne? Ja, plus doch einige einschätzen können, wie viel Zeit da so drin steckt. Ne? Ja. Und das dann natürlich noch umso cooler finden. Also. Ja. Ja, so viel zum Thema Essen Motorshow. Jetzt haben wir ein paar Fragen bei Instagram gestellt. Ich persönlich habe nur einmal ganz kurz reingeguckt. Ich kann jetzt auch gar nicht so sagen, was da jetzt so gleich alles noch so kommt. So, da sind natürlich 90% Quatschfragen bei. Die lassen wir erstmal weg. Wir machen es jetzt einfach mal schnell. Was heißt schnell? Ich scroll einfach ein bisschen durch. So, erste Frage direkt an René. Was wäre René sein Traumauto? Ferrari F40. Okay. Tiefstapeln quasi. Genau. Fixe. Wird, denke ich, in ein, zwei Jahren klappen. Also. Das ist auf jeden Fall eine coole. Es sind natürlich jetzt auch, also wie gesagt, wir hatten die Fragen so gestellt. Ihr konntet mir schreiben, was ich René und Marius fragen kann und andersrum genauso. Natürlich sind jetzt auch Fragen bei, die wieder direkt an mich gestellt wurden. Wenn ich die jetzt so ganz cool finde, werde ich da auf jeden Fall kurz drauf eingehen. So, hier habe ich eine Frage, Marius. Wie ist bei dir Begeisterung für Schrauben so groß geworden? Ich habe da ja schon öfter was drüber gesagt, du glaube ich noch nicht. Also eigentlich muss ich sagen, ab dem Moment, wo ich laufen konnte. Weil Papa ist selbstständig, hat eine Autowerkstatt, bis heute eine freie Autowerkstatt. Und da ging das bei null los. Ne? Plus, wir haben Modellbau dazu gemacht, Modellfliegen, mache ich immer noch. Mhm. Und ja, das hat sich so ein bisschen kombinieren lassen. Da kam gestern, denke ich, so ein bisschen die Fingerfertigkeit. Das war dann so der Punkt, wo ich eigentlich ab dem 7., 8. Lebensjahr schon in irgendwelchen Sachen rumgefummelt habe. Ne? Wobei, sei es Modellauto, Modellflugzeug und so weiter. Mofa, dann Roller und so weiter. Ne? Wobei selbst Modellfliegen klingt jetzt erstmal so einfach, das ist ja eigentlich auch schon ein bisschen mehr. Kommt drauf an, wie man es betreibt. Man kann es von bis betreiben. Ne? Vom Papierflieger bis zum Düsenjet quasi. Ne? Ganz oft lese ich hier, waren alle zufrieden mit dem Jahr 2019. Ich denke, da können wir auf jeden Fall einstimmig sagen, definitiv. Ja. Soll ich mal suchen? Hau direkt raus. Ich scroll jetzt einfach von oben nach unten mal durch. Ich denke, die Top-Frage, auf die du jetzt einmal... Ich weiß, welche jetzt kommt. Ich habe sie auch gerade stehen. Welche denn? 400 km/h. Nee, ich hätte eine andere jetzt gerade gehabt. Okay, vielleicht passt es gleich noch. Also bei mir ist definitiv unter den Top 3 auf jeden Fall 400 km/h. Und zwar bekommt die Limo muss die Limo für 400 km/h einen Käfig bekommen. Wir wollen diese 400 km/h ja in ihrer Lessin fahren. Da gibt es leider feste Vorschriften, wie ein Auto dafür vorbereitet sein muss. Unter anderem natürlich ein 4-Punkt-Sicherheitsgurt, eigentlich auch eine Sicherheitszelle und ein paar weitere Punkte. Das große Problem ist, dass wir aktuell noch keinen Reifen haben. Eigentlich sollte die Conti uns ein paar Reifen dafür bauen. Das hat dann leider am Ende nicht funktioniert, weil einfach Reifen, die es bisher dafür gab, entweder für Vorderachse oder für Hinterachse war. Bei meinem Audi ist es allerdings so, Motor vorne und relativ schmale Reifen. Ich sage jetzt mal ein Porsche und so weiter, die haben ja alle den Motor hinten und extrem breite Reifen. Deswegen gab es da noch Probleme bisher. Somit aktuell scheitert es noch an den Reifen. Wir haben das aber weiterhin im Fokus. Gucken mal über den Winter, was jetzt passiert, dass wir dann nächstes Jahr nochmal angreifen können. Es war einfach dieses Jahr auch keine Zeit. Ja. So, ne? Wenn ich mir überlege, was wir dieses Jahr alles so durchgezogen haben, da war kein Freiraum mehr für irgendwas. Ja, ne? Im Oktober oder so wäre es dann zu kalt gewesen. Ne? Ja. Jetzt nochmal eine andere Frage. Was habt ihr für die PS-Days geplant? PS Days, die Messe in Hannover, ihr erinnert euch an das Video mit Philipp, wird extrem geil, 3 Tage, 24. bis 26.07. Ich will nicht zu viel verraten, wir haben aber natürlich
einen der größten Stände vor Ort, können diesmal richtig Gas geben. Das heißt, unter anderem wird Björn eine kleine Ecke bekommen, wo er live Motoren zerlegen und zusammenbauen kann. Brauchen wir hinterher noch einen? Zusätzlich wird es so eine kleine, ich nenne es jetzt mal nicht Rennstrecke, sondern so eine kleine Show-Area geben, wo die ganzen Aussteller vielleicht ihr Auto mal einmal so vorführen können und so. Also das wird schon heavy. Samstagabend XSK Night, also es kann nur voll eskalieren. Ich denke, eine Frage, die ich ungefähr 20 bis 30 Mal gestellt habe, warum du das alles machst? Das ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben. Ich beschreibe das immer so wie einen Sportler, der in seinem Sport besser werden will. Jemand, der zum Fitness geht, weil der Körper noch heftiger aussehen muss. So, ne? Über René. Über René, genau. Das ist einfach eine Leidenschaft. Das ist einfach eine Leidenschaft. Und jemand, der halt einen Ehrgeiz für seine Leidenschaft hat, der hört halt mit dem Schrauben nie auf, ne? Ja, ich kenn's, aber die Frage halt. Das ist einfach so, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man es selber spürt. Genau, müssen aber auch Erfolgserlebnisse dazugehören, sonst macht es irgendwann keinen Bock mehr. Genau. Ne? Die waren dieses Jahr leider relativ wenig mit den Autos. So, dafür war halt die Messe jetzt halt dann umso krasser. Ja. Ne? Also ich denke mal, das gleicht sich am Ende schon wieder aus. Ah, hier, jetzt habe ich eine Frage. Wann kommt Renés Projekt? Haben mich tatsächlich einige gefragt. Habe ich bestimmt hier 10, 15 Mal drin. Willst du was zu sagen? Soll ich was zu sagen? Sag du da was zu. Einfacher, ne, würde ich sagen. da kommt tatsächlich was. Wir sind natürlich in unserer Schrauberzeit beschränkt, um es mal so rum zu sagen. Aber da ja René zum Glück filmen kann, haben wir eine Möglichkeit gefunden, wie wir seinen 7,5er, also nicht den 7,5-Tonner, sondern den Golf 7,5 GTD umbauen können. So, das heißt, es wird bald ein Video in Bezug auf Dieseltuning geben. Eine Videoreihe. Und ihr könnt auf jeden Fall darauf freuen. Wird auf jeden Fall cool, denke ich. Da wird auf jeden Fall relativ viel Input in einer Kürze von Zeit komprimiert werden. Weil wir werden das Ganze, glaube ich, filmen und später erst ausstrahlen. Mhm. Um mal so ein bisschen kompakter die Videos aneinander zu bringen. Ne? Also meine Top, also ich klicke mal so auf Platz 2, ob wir deinen Golf 1 nochmal zusammenbauen. Echt? Das haben viele gefragt? Ja. Habe ich witzigerweise mit ein paar Leuten von der Messe drüber gesprochen, also auf der Messe. Ich habe ja das Auto damals gebaut, als ich 18 war. So, das heißt, das ist schon jetzt ein paar Jahre her. Damals war halt die Stilrichtung eher alles clean, alles verchromt. Man durfte kein Kabel und nichts sehen. Das heißt, wir haben richtig Schweller rausgetrennt, Rohre in den Schweller geschweißt, dass du richtig da Kabel durchschieben kannst und so weiter. Natürlich ist diese Karosserie leider für jegliche andere Stilrichtung jetzt unbrauchbar. Ne? Es ist alles gekleamt, das Ding hat nicht ein Loch mehr, es sind alle Hohlräume zugemacht und so weiter. Jetzt kam mir aber die Überlegung, man könnte natürlich auch als, ich sag jetzt mal Vorbild, diesen Stil auch nochmal zu Ende bringen. Nach heutigem Stand der Technik. Vielleicht so. Nicht mit 13 Zoll, weil die Straßen auch nicht besser geworden sind. Aber so in Richtung 14 Zoll, genauso alles verchromt. Statt einem Doppelweber-Vergaser natürlich eine Einzeldrossel mit einer schönen Emu. So, ne? Und dann doch nochmal so einen richtigen Oldschool-Stil nochmal wieder hinstellen. Ne? Ja. Aber da wir ja so viel Zeit und Freizeit haben, ist das nur beigehen. Ne? Irgendwann machen wir das. Nee, also wegverkaufen tue ich das Ding auf gar keinen Fall. Ich finde es auf jeden Fall cool. Muss mal gucken, was man daraus machen kann. Ne? So, also ich bin hier ungefähr so bei den ersten 10%. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kannst du mal einen raushauen hier. Also erst haust du einen raus und dann haut René einen raus. Ach so, wie wir uns alle kennengelernt, ja gut. Nee, also erst wie du mich kennengelernt hast und dann wie René mich kennengelernt. Wie habe ich Philipp kennengelernt? Eigentlich, wie wahrscheinlich viele, fahren bei der Straße natürlich die Zeit. Ne? Und ich muss zugeben, Autozeit begann für mich mit dem Moment, wo Limo fertig war. Das heißt, als ich dich kennengelernt habe, waren noch gelbe Kennzeichen an der Limo. Gibt es die Dinge eigentlich noch? So Kurzzeitkennzeichen. Kurzzeitkennzeichen. Ja, früher konnte man die einfach noch so holen, ohne TÜV. Genau, das Auto hatte damals noch keinen TÜV und ich bin eine Saison wirklich nur mit Kurzzeit. Da genau. Waren irgendwann so 8 Stück übereinander. Du hattest keinen Bock, das alte immer abzumachen und hast immer ein neues drüber geklebt. Und ich stand wirklich vor diesem Audi Zustand 1 und es waren einfach so 6 oder 7 Kennzeichen übereinander vorne. So haben wir uns kennengelernt. Eigentlich fahren Walder, ja, dann so ein bisschen Straße, damals schon so ein bisschen Straßenszene, wobei ich da noch leistungsmäßig relativ hinterherhing. Und dann, ja, damals hattest du Alos schon, noch kleiner als wir es heute kennen, aber ja, dann hier halt Teile gekauft,
keine Handynummer gehabt, über Facebook noch geschrieben und so. Habe ich neulich mal rausgesucht, war extrem witzig. Also, ja, das war eigentlich so, boah, wie lange ist das jetzt her? Es müsste so 10 Jahre, 8, 9 Jahre, so irgendwie sowas. Und René dann halt, ja, auf dem Welt 1000, glaube ich, war René, die er bei dir angefangen hat, ne? Hat irgendwie so die Limo gefilmt. War das so, stimmt das? Ja. Ja, ne? Mit meinem eigenen Kanal damals noch. Genau, mit gepornt und da habe ich den René so kennengelernt, dann hat er ja auch kurz danach bei dir angefangen, ne? Genau, weil ich habe halt immer damals gesagt, es kamen jahrelang schon immer die Leute an, mach mal Videos und ich habe immer gesagt, wenn dann gleich mit Vollzeit, wie sagst du immer, Videograf, damit das Ganze, wenn dann auch gleich auf dem Level ist, wie es halt ist. Ne? So, jetzt habe ich eine Frage, das werden, die haben dich einfach auch schon etliche mal gefragt, ist der Marius offiziell bei Alus angestellt? Ich stelle mir immer die Frage, ob ihr die Videos dann teilweise gar nicht schaut, weil es muss ja einen Grund haben, warum wir bei Volkswagen Oldtimer rumlaufen, wo Marius die Oldtimer restauriert. Ja, direkt gefolgt von der Frage, ob der T1 dann mal deiner ist. Das genau, habe ich auf der Messe auch irgendwie gefühlt 30 gefragt, aber nein. Also ich habe 2006 bereits bei Volkswagen angefangen, wie wir es im ersten Video auch schon gesagt haben, habe da die Ausbildung gemacht und so weiter. Und das mit Philipp ist rein Hobby. Auch wenn meine Freundin das nie verstehen wird in diesem Leben. Ich tue das alles freiwillig, unentgeltlich in meiner Freizeit. Das heißt, für die S-Motor Show hatte ich jetzt Urlaub bei VW und so weiter. 10 Tage. 10 Tage. Ja, einfach aus Bock, weil es Spaß macht und so weiter. So, jetzt habe ich eine geile Frage. Jetzt wird es witzig. Was nervt die beiden am meisten, was dich in Klammern Philipp betrifft? Deine Pünktlichkeit. Ja, die Pünktlichkeit ist krass. Ey, da muss man mal zusagen, wenn es ernst wird, bin ich immer pünktlich. Also nicht, ja, dann dafür schlafe ich dann weiter. Nicht, genau. Das heißt, wenn wir morgens um 5 Uhr losfahren, kannst du die Uhr nachstellen, bin ich spätestens um 2 nach 5 da. Wer um 5 nach 5 nicht da ist, hat Pech, bleibt da. Nur wenn man sich um 13 Uhr verabredet, könnte es 13.30 Uhr sein. Genau, das ist halt das Problem. Hier laufen halt etliche Leute rum, jeder will was. Da kann natürlich leider immer was dazwischen kommen. Ich glaube, ich habe gar nicht so was richtig Negatives. Ich würde eher sagen, dass das, was mich an dir genervt hat, mich verändert hat. Nämlich diese Perfektion im Schrauben. Also ich war früher auch eher so, es muss funktionieren. Und irgendwie kam es dann halt mehr, dass es zu der Funktion auch gut aussehen muss. So, das würde ich eher so. Wahrscheinlich aber auch, weil du jetzt, weil bei mir die Projekte halt auch mal ein bisschen länger brauchen, auch dir auch länger Zeit lässt. Es muss nicht so, siehe Golf jetzt so ungefähr, ne? Genau. Länger Zeit lassen heißt jetzt nicht, dass es lange dauert. Früher war Schrauben ja so, ich musste nächsten Tag damit wieder zur Arbeit. Genau. Quasi, ne? So. Mittlerweile hat man dann noch ein anderes Auto, nenne ich es mal. Lässt man es halt doch pulvern und so weiter. Genau. Und mittlerweile ist mir wirklich auch egal, ob es jetzt fährt oder in 3 Wochen fährt. So, ne? Stimmt. Und du darfst auch mal einen raushauen, René? Mit der Uhrzeit. Oder mit der Pünktlichkeit. Das ist das Einzige, was mich wirklich nervt. Weil ich bin immer 10 Minuten, Viertelstunde vor der Zeit da und warte dann immer noch eine Stunde auf dich. Ja, jetzt müssen wir dazu sagen, hier intern, wenn wir irgendwas schneiden, machen, tun und so weiter. Ja. Und wenn du mit Philipp essen gehst, wird es keinen Moment geben, außer wenn er Messer und Gabel in der Hand hat, wo er kein Handy in der Hand hat. Ja gut, aber das ist mittlerweile schon Gewohnheit. Das ist halt so. Ja, irgendwie muss man auch alles mal unter einen Hut bringen. Was nervt dich denn an uns? Achso, weil ich muss die Frage habe ich noch nicht gelesen hier. Dann stelle ich sie dir jetzt. Nee, doch, ich habe tatsächlich eine, was nervt ihn geil, an dir am meisten? Schreib eine Marke, hätte ich Fragezeichen. Nee, überhaupt nicht. 400 km/h, wie habt ihr euch kennengelernt? Wankelmotor. Ja, wann schläft er? Wieder Projekt von René. Ja, hier sind jetzt Fragen bei, wie findet er mein Auto? Das ist natürlich, das gar nicht durch. Wie viele Punkte habt ihr in Flensburg? Oh, die habe ich auch. Eigentlich jetzt witzige Frage. Man würde immer denken, dass wir eigentlich exorbitant viel haben müssen, weil wir auch gerade im letzten Jahr 70.000 Kilometer gefahren sind. Ja, leider sieht es bei mir nicht so gut aus. Bei mir sieht es erstaunlich gut aus. Also ich habe leider nur, also ich habe aktuell, glaube ich, 2 Punkte, die natürlich beide wegen Telefon am Steuer. Ich habe schon Post bekommen, dass ich so ein Seminar machen kann, dass es mir angeboten wird. Was heißt denn das? 4 Punkte, glaube ich, oder so? Ich glaube, bei 4 Punkten kriegt man Post. Ich weiß nicht, ich habe keine Punkte. Ja, leider auch davon 2x Handy und 2x. So, 2 Fragen habe ich auf jeden Fall noch, die müssen wir kurz machen. Weil es ganz oft kommt, was sagt eigentlich seine Frau und Kind dazu, dass er nicht zu Hause ist? Ja, das ist halt so ein Dauerstreitthema. So, ne? Ja, also sie ist natürlich extrem tolerant. Ohne sie würde das alles nicht funktionieren. Und es ist natürlich wirklich so, dass ich eigentlich erstmal knapp 7,5 Stunden arbeite. Und eigentlich dann größtenteils in der Woche auch noch 7,5 Stunden nachts mit Philipp Schraube. Ich fahre dann halt einmal kurz nach Hause mit den Mädels einmal essen, dass man das so ein bisschen abgedeckt hat, aber sie ist schon viel alleine. Bei natürlich den Mädels, nutzt, das klingt man, immer Chef. Nutzt man die Zeit, die man dann hat, sicherlich anders als andere das tun, aber es ist schwierig. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch schon seit 10 Jahren zusammen
und sie kennt mich nur mit Auto. Mhm. So, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie erst so gekommen vor ein, zwei Jahren, sondern ja, sie muss da leider durch. Muss er durch, also, ne? Ja, also mir ist natürlich Familie. Ich glaube auch, ich kenne das ja auch von mir selber, angenommen man würde dir das Schrauben wegnehmen, hätte man auch kein schönes Leben mehr mit. Nee, das wird sie leider auch nicht schaffen. Also Familie ist für mich steht an erster Stelle, keine Frage. Aber und kürzer treten wird auch nicht funktionieren, weil bei dem, was wir so durchziehen, wenn wir kürzer treten, dann dauern die Autos zwei Jahre. So, ne? Das, deswegen. So, dann nochmal bekannte Frage. Ich war auch schon mal drauf eingegangen. Warum kein Allrad im Golf? Oh ja, die habe ich gefühlt. Die habe ich als private Nachricht ein paar Stück bekommen. Ich habe es, glaube ich, auch schon 100 Mal gesagt. Also das Auto war ja mein erstes Auto. Und es war natürlich Frontantrieb, weil es war auch nur 54 PS Variante. Und mich reizt es einfach mit Frontantrieb, also gut, jetzt der Sergei, der ist unendlich weit entfernt, aber der Rest ist greifbar, nenne ich es mal vorsichtig, in der FED-Klasse. Und ich will auf jeden Fall, mich reizt das mit Frontantrieb einmal 300 zu fahren auf einer halben Meile. Und das ist mein Ziel. So, jetzt auf Allrad wieder umbauen. Also A, ist das wieder enorm Gewicht, viel Geld, bis sowas wieder hält. Jetzt, ich strebe irgendwas um die 900 PS an, bis das wieder hält, mit Radsatz, mit Sperre, bla, blub. Es reizt mich auch null, weil ich habe ja diese S4-Limo noch, ne? Das ist, die hat Allrad und fährt halt einfach auch viel geiler, muss man einfach so sagen. Und es reizt mich null, in dieses Auto Allrad zu bauen. Ich will ich kann es vollkommen verstehen, weil ich würde in den 3er Golf das auch niemals brauchen. Ja. Das ist, dann hätte ich mir auch damals gleich ein Synchro kaufen können. So, ne? Ja. Ich entwickle das zwar immer weiter, aber mein Ziel ist, mit diesem Konzept möglichst schnell zu sein, ohne jetzt irgendwie was grundlegend zu ändern. Also. Jetzt habe ich ja auch weise Fragen zwischen... Also erstmal ein Punkt nochmal, haben auch ganz viele auf der Messe gemacht, ihr fangt an mich zu siezen, kein Mensch braucht mich siezen, ihr könnt mich natürlich alle duzen. Ganz viele fragen natürlich auch A, was bedeutet Alus, wie kamst du Alus und wie sehe ich Alus in 10 Jahren? Das ist ganz besonderes Thema, da will ich jetzt gerade auch gar nichts zu sagen, werde ich auch in den nächsten Wochen erstmal nichts zu sagen, weil das heben wir uns definitiv für irgendeinen richtig, richtig coolen Zeitpunkt auf. Ist auch immer schwierig, weil es ein bisschen Eigenwerbung ist. So, ne? Ist ein bisschen Eigenwerbung, aber ich glaube schon, dass es viele Leute interessiert. Aber deswegen würde ich es gerne, wenn dann, in richtig, richtig cool machen. Das heißt mit so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Imagefilm von der Firma und so weiter. Ne? Das heißt, das muss wirklich, wenn dann, richtig ballern. Und da war bisher einfach noch gar nicht die Zeit dazu. Das heißt, ich würde es gerne irgendwie so ein bisschen vielleicht mit dem Tag der offenen Tür oder wie auch immer verbinden. Und deswegen müsst ihr euch da leider noch gedulden. Hat Philipp auch andere Hobbys? Ob ich andere Hobbys habe? Nee. Außer trinken. Leider gar nichts. Außer gar nichts. Außer, dass wir natürlich als ich denke, jeder, der bei uns auf dem Stand war, weiß, was wir einfach für ein familiäres Team sind, so ungefähr. Ne? Und klar, da trinkt man natürlich schon gerne abends mal das eine oder andere Heineken auf jeden Fall. Ne? Ist jetzt nicht so, dass wir hier Alkoholiker sind, aber dieses Jahr haben wir wenig getrunken. Dieses Jahr war wirklich die Messe leider so krass voll und anstrengend für uns. René lacht, aber ist doch die Wahrheit, oder nicht? Ich habe versucht, extra leise zu lachen. Wir haben wirklich wenig getrunken, fand ich zumindest. So, pass auf. Extrem cool, weil wir haben es im letzten Video vergessen. Seid ihr auf der Techno-Klassik? Ja, ganz wichtig. Wobei, man muss dazu sagen, erst kommt die Bremen-Klassik. Ende Januar. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ja. Da werden wir einmal sein. Sowohl, dürfen wir das sagen? Ja. Sowohl als Alus als auch als Volkswagen. Also ich mache da so ein bisschen beides quasi. Und wir sind natürlich ganz was anderes auf der Bremen-Klassik, weil wir eigentlich keine Oldtimer haben, außer Marius Golf. Genau. Den stellen wir da natürlich hin und wollen einfach mal nur so ein bisschen frischen Wind in die Messe bringen. Genau. Also die kam ja eher so auf dich zu. Ne? Und das Witzige ist, euer T1 steht genau über den Gang rüber auf der anderen Seite. Genau, das heißt, wir werden da eher so ein bisschen auf ältere Autos eingehen. Hauptsächlich so Community-Pflege, denke ich. Ne? Verkaufen werden wir da wahrscheinlich nicht so stark wie auf der ersten Motorshow, aber wir werden auf jeden Fall da sein. Und auf der Techno-Klassiker genauso, wobei wir da beide nicht alle Tage da sein werden. Das müssen wir dann vorher nochmal sagen, posten, wie auch immer. Können wir dann auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Dein Traumauto wäre ich noch nachgefragt, wenn Geld keine Rolle spielt. Mein Traumauto? Also ich sag mal, ich glaube, ich bin mit meiner Limo schon ziemlich nah am Traumauto mittlerweile. So, wenn man sich so überlegt, was da mittlerweile alles so krasses dran ist mit dem ganzen Carbon, Titan. Und eigentlich konnte ich bisher wirklich fast alles umsetzen, was ich mir jemals erträumt habe an dem Auto. Außer die Seitenteile? Außer die Seitenteile. An der Stelle, wir brauchen übrigens Blechseitenteile. Wenn von euch irgendeiner noch RS4 Seitenteile hat, dann bitte jetzt bei einem von diesen beiden Herren sich melden, weil für die nächsten künftigen Projekte brauchen wir leider auf jeden Fall nochmal einen Satz RS4 Kombi Blechseitenteile. Weiter im Text. Traumauto, ist schwierig. Habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so. Also es gibt jetzt nicht ein Auto, wo ich sofort sagen würde,
Das will ich gerne. Kann ich verstehen mit 1300 PS. Das denkt man da vielleicht. Es gibt ein Auto, was wirklich mein Traum wäre, und das wäre tatsächlich ein T5-Bus. Oder T6, scheißegal. Mit dem V8 TDI-Motor. Echt? Das wäre Chef. So aus dem SQ7 oder sowas. Zum Beispiel. Wobei der ist ein 10. So 4 gibt es sowohl als auch. Also es gab ja sogar V12 TDI für 6 Liter. Irgendwie sowas Großvolumiges, 4 Liter, Alter, in dem Bus. Wer weiß nur, ob das Zugmaul das schafft. Dann. So, ne? Weil das wäre nochmal, wir fahren so viel mit dem Ding und es ist eigentlich so geil, nur halt 4-Zylinder fehlt halt irgendwann so ein bisschen. Ne? Wenn da ein V8 drin wäre, alleine wie das Ding so von der Ampel und so dann losrollt, das würde mir den Alltag auf jeden Fall nochmal versüßen, denke ich. Ich habe relativ viele Fragen zum Werkzeug. Ich denke, einige werden fassungslos sein, wenn sie sehen würden, mit was wir teilweise so schrauben. Ja. Wir haben natürlich aber die Sonic-Kiste. Ja. Genau, also normalerweise schrauben wir werkzeugmäßig wirklich auf einem ganz unteren Level, weil man muss dazu sagen, sowohl Marius als auch ich haben wirklich mit gar nichts angefangen. So, ja. Das heißt, wir haben wirklich in der Scheune auf dem Boden ohne Bühne die ersten 10 Jahre geschraubt und sind deswegen bis heute, was sowas angeht, immer noch relativ... Wird halt viel selber gebaut. Ja. Wir haben zum Glück diese XXL Sonic-Kiste vom Sauerländer. Da sind wir jetzt natürlich mittlerweile ein bisschen verwöhnt durch, weil da halt einfach alles X-fach drin ist. Aber ich sag mal so, alleine wenn man gesehen hätte, mit welchem Werkzeug wir einen Messestand aufbauen, gegenüber anderen, ne, ist das schon, spricht da schon für sich. Was macht Brutus? Jetzt habe ich eine Frage. Okay, mach du es. Wie lange hat René für einen geilen Bart gebraucht? Das würde mich auch mal interessieren. Der war ja anfangs viel, viel länger. Ja, doppelt so lang. Ja. Doppelt so lang? Ja. Mhm. Der war richtig so. Hat er mal so an der Brust gekitzelt. So. Ja. Weiß ich nicht. Wenn mal ist er kürzer, mal ist er länger. Ja, aber wenn du jetzt von, also abrasieren würdest, bis da, halbes Jahr, ja, keine, ich habe keine Ahnung, wie schnell wechseln. Ich habe keinen Bart. Ein Jahr würde ich schon mindestens echt? Sagen. Ja, nee, länger. Ich sag ja, ja mindestens. Die Länge. Mindestens. Ja, ich hätte ja okay, aber jetzt für so, okay, ja. Die beste und geilste Erinnerung an die ESN Motorshow 2019. Boah, schwierig. Ne? Also es war, für mich persönlich war jeder Tag besonders. Ja, es war auch jeder Tag eine Belohnung definitiv, wenn man gesehen hat, mit was für Sachen die Leute ankamen und uns unterschrieben haben wollten. Ja. Motorabdeckung, Airbox, Tankdeckel. Handschuhfach, Klappen, Interieurleisten vom Audi, Tankdeckel. Wahnsinn. Eine extrem coole Sache. Da kann ich mehr noch nicht zu sagen, habe ich mit Audi besprochen. Das wird auf jeden Fall richtig geil, weil viele von euch ja immer nachfragen, warum kommt Audi nicht mal auf uns zu bezüglich Limo und so weiter. Da tut sich jetzt auf jeden Fall was, wird extrem geil. An der Stelle nochmal ein Gruß an Timo, schön, dass er da war. Das wird cool. Ja. Kann ich nur mehr noch nicht zu sagen. Und ich habe bestimmt 20, 25 Fragen, was mit Brutus ist. Was? Echt? Gibt es den eigentlich noch? Ich hab erst mal geguckt, dann da. Also ich hoffe, er steht noch in der Garage, wo er mal stand. Genau, ich würde jetzt auch abschließend sagen, wir sprechen noch einmal über die Zukunft jetzt. Ja. Jahr ist rum. Das heißt, als nächstes geht es auf jeden Fall weiter mit, also eigentlich sind Limo und Golf 2 ja fast erstmal durch. Bis auf Abstimmen. Genau, die müssen beide mehr oder weniger nur noch abgestimmt werden und so ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, so ein bisschen Unterboden und so weiter. Das heißt, jetzt im Winter werden wir primär erstmal Lambo zusammenbauen. Und uns um Marius Limo kümmern. Da ist ja mittlerweile der Motor zumindest als Block soweit fertig. Das heißt, jetzt geht es noch an die Peripherie, Köpfe, Krümmer, Rohre, weil ich weiß, am Ende werden wir jetzt eh wieder alles bauen. Ja. Da wird nicht viel bleiben, wie es ist. Dann, das muss auf jeden Fall beides bis zum Wörthersee fertig werden, weil wir haben auf jeden Fall den Plan mit Wörthersee nächstes Jahr, Limo, Golf 3, Lambo, deine Limo. Und ich würde gerne auch noch den Golf 2 mitnehmen und eigentlich auch noch den X-Bow mitnehmen. Der muss auch noch umgebaut werden. Muss ich einen Auspuff anbauen, scheiße. Ja, den Golf 2 werden wir natürlich nicht auf der Straße da fahren, aber ich sag mal, ich glaube, wenn wir den so abends da so Fark am See hinstellen, interessiert das schon einige so. Ja, könnte sein. Und 20 Sekunden noch. Okay, ja, so viel dazu. Danach geht es dann auf jeden Fall mit Polo, dem Strich 8 und so weiter. Genau. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns. Ciao.